Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine weitere Runde Zombies auf dem Hypixel-Server. Und zwar gibt's heute endlich mal wieder ein Update seit langem und das werde ich mir einfach mal anschauen. Und ja, den Spielmodus habe ich ja schon etwas öfter gebracht, ist auf jeden Fall extrem nice. Und falls wer den noch nicht kennt, ganz einfach, es kommen einfach immer mehr Zombies, es gibt verschiedene Runden. Und wenn man alle Zombies gekillt hat, ja, fängt einfach eine neue Runde an. Und die Zombies werden einfach immer stärker, es kommen immer mehr Zombies. Und so funktioniert auf jeden Fall das Spiel. Und bisher war es so, es gab einen Story-Mode mit insgesamt 30 Runden. Mein Rekord bisher war es wirklich, ja, bis zur Runde 28 zu kommen, was auch schon wirklich krass ist. Und hier gibt es jetzt eben den Story-Modus, ganz normal, wo man bis Runde 30 spielen kann. Was jetzt aber allerdings neu hinzugekommen ist, ist der Endless-Mode. Und da steht zum Beispiel auch schon, man kann einfach ja unendlich lange spielen, wie der Name schon sagt. Also auch länger als 30 Runden, was eigentlich ja trotzdem fast keiner schafft. Und was jetzt auch nochmal neu ist, was richtig krass ist, es gibt jetzt verschiedene Schwierigkeitsstufen, unter anderem Hard und dann auch noch wirklich RIP Difficulty. Das heißt, da bin ich auch mal gespannt drauf. Wir gehen jetzt gleich erstmal in eine Runde Hard rein, ob in den Endless Mode oder Story Mode, ist eigentlich egal, weil ich denke jetzt nicht, dass wir es länger als 30 Runden überleben. Und danach auch nochmal wirklich in RIP Difficulty und da steht zum Beispiel auch schon Not Recommended for Anybody. Das heißt, der Hypixel Server empfiehlt es wirklich keinem einzigen Spieler, diesen Spielmodus zu zocken. Und als allererstes gehen wir aber mal in Hard rein und jetzt würde ich sagen, okay, klicken wir gleich mal drauf. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf, bis zu welcher Runde wir das jetzt schaffen werden. Ich hoffe mal, dass ich auch eine neue Waffe bekomme. Und okay, da kommen auf jeden Fall schon ein paar Gegner und die machen halt die Sachen jetzt schon mal viel schneller kaputt, beziehungsweise sind auch schon ein bisschen stärker zu anfangen. Und ich repariere das direkt. Okay, und ja, startet schon direkt mit Runde 2. Wäre auch mal ein bisschen abwechslungsreicher, falls es neue Maps geben würde. Aber es geht auf jeden Fall noch klar. Die Map ist mal ganz nice. Und okay, wir kommen noch gut zurecht. Also ich denke mal, ein paar Runden werden wir auf jeden Fall überleben. Und okay, jetzt haben wir sogar Insta-Kill. Ich lasse den mal das ein kleines bisschen kaputt machen. Okay, der ist jetzt gestorben, dass wir das besser reparieren können. Okay, da hat schon einer Office geöffnet. Das ist sehr nice. Ich habe schon 690 Coins. Da kaufe ich mir gleich mal die Shotgun. Vielleicht hat ja schon mal der eine oder andere von euch... Oh shit, da kommt direkt... Nein, ich bin direkt down. Okay, der rettet mich jetzt zum Glück, was ich auf jeden Fall sagen wollte. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal ein Video gesehen, wo ich auch Zombies gezockt habe. Und da habe ich auf jeden Fall, ich denke mal, eine sehr gute Taktik am Start gehabt. Und damit sind wir halt bis Runde 28 gekommen. Aber hier, wie gesagt, natürlich viel schwieriger. Und Gallery ist jetzt auch schon geöffnet. Okay, das ist auch sehr gut. So, dann gehen wir hier gleich mal rein. Und als nächstes öffnen wir dann einfach die Power Station. Und jetzt kommen noch mehr Zombies natürlich. Okay, da vorne. Also man ist halt echt, genau, das hätte ich mir schon fast gedacht. Man ist echt mega schnell down. Da kann ihn gleich mal wiederbeleben. Und, what? Oh shit, die Wölfe kommen jetzt auch schon. Und da ist auch ein Zombie. Und, Alter, die werden echt schon schnell ausgenockt, die Spieler. Und da kommt zum Beispiel auch direkt der nächste. Okay, aber wir können uns leider noch nicht die Powerstation aufkaufen. Sobald wir oben mal so ein bisschen mehr Platz haben, denke ich mal, geht es auch ein bisschen leichter. So, den kann ich ganz kurz auch noch killen. Und da, okay, da ist auf jeden Fall noch einer tot. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Und hier sind auch noch ein paar Zombies. Und, what? Okay, die Wölfe sind halt echt mega stark, muss man aufpassen. Okay, ich bin aber jetzt in Runde 5. Und einer hat schon 1500 Coins. Okay, da kann das, denke ich mal, gleich aufkaufen, wenn er das macht, aber ich denke mal schon. Und da kommen jetzt zum Beispiel auch schon Pigmans. Und ich weiß nicht, sind die auch schon schneller geworden? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber Leute, es geht noch klar, wir brauchen dann auch demnächst mal Rüstung. So, ich kann das auch nochmal kurz reparieren. Und am besten kaufe ich mir dann auch direkt, sobald er die Tür aufgekauft hat, die Power Station. Okay, und ich denke mal, ja, der hat die freigekauft, sehr nice. Und dann kaufe ich auch mal gleich Power Switch, dass wir uns ein paar Perks holen können. Und oh shit, da kommt noch einer. Und es leben einfach was? Jetzt noch 19 Zombies. Und okay, die Power ist schon aktiviert. 19 Zombies so für Runde 5 sind auf jeden Fall echt mega viel. Aber es geht noch klar. Und ich kann gleich mal dann auch vielleicht das Rooftop öffnen. Können wir uns eine Eisenrüstung holen? Ist am Anfang eigentlich so ziemlich das Beste. Und okay, dann natürlich nochmal ein paar Mobs killen hier. Okay, und dann kann ich mir das gleich mal leisten. So, komm, da unten ist noch einer. Und ich glaube mal, ja, shit, das kann ich mir noch nicht öffnen, schade. Aber Leute, jetzt gleich, ja, und Runde 6 hat jetzt begonnen. Und sobald ich jetzt einen kille, öffne ich mal direkt das Rooftop. Okay, don't kill the last zombie. Jetzt ist es schon zu spät. Aber Leute, so, wir sind in Runde 6. Und so, da kommt jetzt schon der nächste. Und jetzt kann ich es mir auf jeden Fall, ja, leisten. Und okay, ich sollte auf jeden Fall nicht in die Ecke. Ich kaufe mir jetzt erstmal das frei. Und da kann ich mir extra Herzen kaufen. Und okay, komm, den belebe ich mal ganz kurz wieder, wenn ich schaffe. Und habe ich es geschafft, es war mega knapp. Oh shit, okay, dann sollte ich mal ganz kurz weg. Wir haben zum Glück maximale Ammo bekommen. Und okay, jetzt habe ich kein Speed mehr. Den verfolgen auch schon ein paar.
Und ich hoffe mal, dass ich jetzt auch gleich das Geld habe, um mir neue Rüstung zu kaufen. Beziehungsweise überhaupt erstmal Rüstung. Ich habe wirklich noch gar nichts. Oder vielleicht ein Perk. Ist natürlich auch nicht schlecht. Aber das verliert man natürlich auch, wenn man dann stirbt. Und okay, das sind echt, oh shit, ziemlich viele. Und nein, ich habe es nicht geschafft. Und mal schauen, es sind noch 3 Stück am Leben. Der belebt mich wieder. Okay, perfekt. Dann komm, kann ich dem auch noch helfen? Der ist jetzt auch gestorben. Also wenn man echt gut im Team arbeitet, kann man gut gewinnen. Und jetzt habe ich auch gleich das Geld, um mir eine Rüstung zu kaufen. Ich kaufe mir jetzt am besten mal die extra Herzen und ich hoffe mal, oh shit, wenn ich jetzt gleich sterbe, ich hoffe mal nicht und ich bin direkt gestorben. Oh no, okay, wenn da jetzt gleich, und der ist auch gestorben. Und alle die Wölfe, die kann man halt so schwierig treffen. Okay, aber vielleicht kann er den wiederbeleben. Nee, der ist jetzt auch gestorben. Und okay, shit, wir haben es bis Runde 9 geschafft. Also im Hardcore-Modus ist es auf jeden Fall schon deutlich schwieriger. Aber jetzt, liebe Freunde, probiere ich das mal im RIP-Modus und das wird halt nochmal viel heftiger. Ich bin echt gespannt drauf und deswegen würde ich sagen, ja, sehen wir uns gleich wieder. Ich klicke jetzt mal auf den Zombie drauf und wir wählen als Schwierigkeitsstufe RIP aus. Und jetzt bin ich gleich mal in der Runde drin. Und auch mal ganz kurz eine Info zu Anfang. Also ich habe jetzt schon ein paar Runden mal gezockt hier in dieser Schwierigkeitsstufe. Und bisher habe ich es nicht weiter, glaube ich, als Runde 5 geschafft. Aber Runde 1, okay, denke ich mal, müsste auf jeden Fall noch leicht gehen. Da kommen schon direkt Zombies und ich mache das ganz kurz mal hier kaputt. Okay, und dann kann ich hier mal direkt das Ganze wieder reparieren. Und so, dann kann er das wieder kaputt machen. So bekommt man noch mal ein bisschen mehr Gold. Und erst wenn es offen ist, okay, können wir einfach mal den Zombie killen. Und was? Da ist einfach schon jemand ausgeschieden. Beziehungsweise, okay, gestorben. Was natürlich auch nerven kann, wenn einfach jemand aus der Runde rauslief. Was man leider nicht verhindern kann. Ich frage mich aber nur, warum man dann überhaupt in die Runde reinjoint. Aber ja gut, Leute. Der erste zum Beispiel ist jetzt schon tot. Warum auch immer. Einer ist jetzt schon tot, aber der ist rejoined zum Glück. Kann man hier auf dem Hypixel-Server gut machen. Und was zum Beispiel das Problem hier ist, wenn ich hier alleine bin, man kann es wirklich nicht mehr halten, weil es zu viele Zombies sind. Ab Runde 2 zum Beispiel kommen wirklich schon Zombie-Pigments und, oh shit, Leute, ich muss das Office öffnen, anders geht's nicht. Jetzt, denke ich, wisst ihr schon, was ich hier damit genau meine. Also man kann wirklich nicht hier unten lange überleben, ohne irgendwas zu öffnen. Und gleich hole ich mir auf jeden Fall dann auch die Shotgun, sobald ich mal 500 Coins habe. Und ich hoffe mal, dass wir es auf jeden Fall so mindestens, bis Runde 10 ist es schon echt schwierig. Kommt natürlich auch immer aufs Team an, wie gesagt. Aber das könnten wir auf jeden Fall schaffen. Und jetzt kommen wir auf jeden Fall zu Runde 3. Und Runde 2 war schon anspruchsvoll. Der Insta-Kill habe ich jetzt. Okay, das ist auch vielleicht ganz wichtig. So, dann können wir die direkt killen. Und da kommen jetzt auch noch ein paar Zombies. Und das kann ich dann auch noch ganz kurz separieren. Und der erste zum Beispiel ist schon direkt gequittet. Warum auch immer. Also, das meine ich auf jeden Fall. Ist echt schade, aber kann man leider wirklich nichts machen. Und, oh shit, okay, jetzt, Alter, was? Okay, lebe ich nur noch als Einziger. Und nein, das sind, oh shit, Leute, ich werde einfach zu schnell down gehen. Und mal schauen, ob ich das jetzt noch schaffen kann. Also, ich denke mal, bei 7 Zombies dürfte ich das hoffentlich noch hinbekommen. Aber, okay, von der Seite kommen auch noch ein paar. Und nein, da kommt auch noch jemand. Ich habe es aber zum Glück vorbeigeschafft. Und ich kann die natürlich just for fun, okay, doch nicht mal wiederbeleben. Aber 4 Zombies leben jetzt noch und ich denke mal, das dürfte ich auf jeden Fall schaffen. Und dann haben wir es gleich geschafft, so diese Runde. Und es leben noch 2 Zombies und ich weiß nicht, wir können noch mal ganz kurz nach oben gehen. Und ansonsten natürlich, okay, müssen wir als nächstes Gallery freikaufen für 750. Aber ich hoffe mal, dass wir es auch noch bis zur nächsten Runde schaffen. Und okay, Leute, noch ein Zombie und jetzt noch ein Hit. Okay, und wir sind in Runde 4 und jetzt ganz kurz repariere ich das einfach mal wieder. Und mal schauen, okay, ob jetzt auch schon direkt Wölfe kommen, was halt auch echt krass ist, weil man die nicht so gut treffen kann und so weiter. Ihr wisst es auf jeden Fall. Und so, okay, Zombie, ja genau, die Wölfe kommen jetzt schon. Und, oh shit, der hat mich schon direkt angegriffen. Und jetzt gibt es schon, halt in der Runde 4, 16 Zombies. Beziehungsweise, was es ausmacht, sind halt nicht so die Massen, denke ich mal, sondern, und nein, jetzt bin ich gestorben. Sondern wirklich, wie stark die equipped sind. Und ich hoffe mal, der kann mich wiederbeleben. Und okay, nee, der hat es leider nicht geschafft und wir sind jetzt halt einfach instant gestorben. Schade. Das meine ich auf jeden Fall damit. Es ist extrem schwierig, eine Runde zu gewinnen und man hätte halt instant alles ja gut freikaufen müssen. Phil Carriage, why does everything do so much damage? Und ja, okay, Leute, gut. Auf jeden Fall war das jetzt ja so eine ultra-hardcore-Runde, beziehungsweise in dem Schwierigkeitsmodus RIP.
Und ihr habt gesehen, wie krass das ist. Ihr könnt es selber mal gerne ausprobieren. Also im Endless-Modus da ja über 30 Runden das Ganze zu schaffen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Auf jeden Fall, falls ihr mehr Bock habt auf diesen Spielmodus Zombies, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch noch sehr gerne alle anderen Links in der Videobeschreibung abchecken. Unter anderem Instagram, Snapchat, Twitter und so weiter. Befindet sich auf jeden Fall alles unten in der Videobeschreibung dazu. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao!